Hi, schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten hier bei Lies of P. Es geht, ich glaube, ich bin im Endgame. Ich glaube, allzu viel kann da nicht mehr abgehen. Also, es wird noch einiges abgehen, was Bosse und so betrifft, aber das Spiel wird nicht mehr allzu lange dauern. Ich bin jetzt in Richtung der... Oh, wie heißen sie denn noch? Hier zu den Jungs eben, die da mit dem, die da hier, ja, diese Boys, Alchemisten, zu den Alchemisten geht's, genau, so, hier ist ein ziemlich nerviger Wasserfall, der schon die ganze Zeit in mein Ohr dröhnt. Wo ist hier eine Reliquie? Versiegelter Untergrund. Ich bin unter der Erde, aber ich sehe einen Schmetterling. Habe ich den Verstand verloren oder ist er aus einer anderen Welt? Kommt zurück. Wo ist der dritte? Den habe ich jetzt verpasst, ne? Den dritten habe ich verpasst. Nun. Das hier unten sieht so aus, als würde hier irgendwo was runterhüpfen und mich wollen, weil da ist eine Kiste. Erb, da bist du. Okay. Genau im falschen Moment in den Chat geguckt, ne? Hi Thorsten, grüß dich. Schön, dass ihr am Start seid. Todessammler. Ja, da kam auch direkt der Erste. Wie steht's? Ja, läuft sehr gut. Und selber? Da kommen zwei. Hi, Mike. Okay. Der macht Schaden, der Boy. Junge, wo bin ich jetzt? Ach, an diesem dämlichen Pfosten hängen geblieben. K.O. des Todes und Husten. Ei, gute Besserung, Thorsten. Okay. Es geht ganz gut los, würde ich sagen. Kann ich die Axt vielleicht nochmal aufleveln? Ja, eventuell, ha? Huh?
Fucking hell. Oh, gut. Eisenmauer-Amulett. Hellebarde eines verfluchten Ritters. Chef angerufen und gesagt, geht nicht. Erstmal noch eine halbe Stunde im Auto gehockt, bis ich zurückgeschlurft bin. Okay. So, ich denke, ich werde jetzt einmal... Moment, also ich gucke mir jetzt kurz diese Hellebarde an, weil das klingt interessant. Das klingt wirklich sehr interessant. Was kann die? Kettenhieb. Für was empfindlichen Feinde einen Hieb, benutze einen zusätzlichen Farbeslot, um Feinden vor dir noch einmal Hiebe zu verpassen. Blockparade. Nee. Bleib bei meiner schönen Axt, aber ich schau mal, ob ich die nochmal leveln kann. Ich weiß nicht, ob das... Keine Ahnung, was ich dafür brauche, aber ich möchte das auf jeden Fall... Einmal nachschauen. Jetzt kommen wir wieder in den Leggy-Bereich. Hey, keine Legs mehr hier. Okay, nice. You're here. That's a relief. Being trapped somewhere. Ist das Maximum? Waffe ist nicht möglich. Okay, ja, dann ist das wohl das Maximum, was man leveln kann. Aber ich könnte mal einfach aus... Dass die mal noch höher ist. Sehr gut, okay. Und du hast mir irgendwas zu sagen, glaube ich. Thank you for another timely rescue, compagno. I seem to find myself once again in your debt. Debt. Ich habe eine große Klappe, aber wenn es ernst wird, erstarre ich vor Angst. Witzig, wenn es nicht so erbärmlich wäre. Es muss doch etwas geben, das... Keine Angst. Okay, das ist, glaube ich, der Falsche. Irgendwo kann ich mit einem reden. Wenn, dann hätte ich gerne... Oh ja, die Konterladung. Das war, glaube ich, geil. Wenn du einen Konter aus einem Block ausführst, kannst du einen stärkeren Angriff machen. Kannst nichts mehr kaufen. Scheiße, da fehlt mir ein Legionsstecker. Ja gut, dann in dem Fall nicht. So, wer hat jetzt hier was zu sagen? Irgendwer wird mir doch hier angezeigt. Wer ist das? Hier, wer ist das da unten links? Ist das nicht? Das war doch... Hä? Das ist doch er. Oder? Ah, look, the King of Puppets used carefully measured ergo waves to control others. Wissen nicht, dass der Punkt, den die waren ausgelöst hat.
or if someone else is pulling the strings, I must find a irgendwie way verhindern, to prevent Puppets from hurting any more humans. The These records are like a puzzle wrapped in riddles. But the light shines brightest in the darkest times, and you will be... Ich zähle auf dich, okay. I always welcome friends. Kann ich helfen? Schleifstein wechseln. Ich hab nur den. Noch keinen anderen gefunden oder so. Hm, naja. So, habe ich jetzt... War das jetzt der Richtige? Er hat mir gesagt, er hat Rätsel. Ja, okay. Na gut. Wait. Wo war jetzt... Na, hier kann ich mit dem einen noch reden. Das mache ich jetzt hier nur, weil das direkt um die Ecke ist, weil ich weiß, wo der ist. Bei dem anderen bin ich mir nicht mehr sicher. Es ist lange her. Weil der ist nämlich, glaube ich, genau der hier. Hello, my only friend. What have you come to tell me? Wut lehren. Being angry for someone else's sake. I think it's brave. I hope I find someone I can be brave for. Thank you so much. Bitteschön. Prachtvolles Ergo-Fragment. Okay. So, und jetzt will ich unter das Hotel oder so. Wo komme ich denn da hin? Podest, Hauptbahnhof, Straße. Eingang zu... Ach, hier ist es. Ja, okay. So, jetzt wird Fortschritt gemacht. Let's go. Habe ich eigentlich noch mehr so Slots für irgendwelche Amulette oder so? Nee. Okay. Warte, da war noch was Neues. Benutzbare Gegenstände. Nee, okay. Ich weiß nicht, ob es hier weitergeht. Aber hier sind Gegner. Und wo Gegner sind... Wow! Einfach mal angezündet worden. Nein, ich habe gedrückt, aber er hat ewig gebraucht, bis er es ausgeführt hat. Jetzt gibt's hier Fallen. Oh, oh Mann. So ein Mist. Ah, und die resetten auch noch die Fallen. Das ist doch arschig. Kann man die gleich mehrfach auslösen? Ja, wunderbar. Muss ich aufpassen, wo ich hintrete, ey. Boah, hat der mich erschreckt. Oh Mann, ey. Spiel, Mensch, das muss doch nicht sein. Gut, dann geht's wohl doch da unten weiter.
Konnte ich hier in dem Spiel nicht hüpfen? Hoppla, das wollte ich nicht. Anscheinend nicht. Ach, und du mit deinen dämlichen Rätseln. Ist Geppettos Schöpfung ein Mörder? Nein. Ich finde die Stimme von ihm ganz, ganz schrecklich, das zuzuhören. Überraschungskiste des Rätselkönigs. Okay. Wie ich hier gerade aufs Maul krieg die ganze Zeit. Was ist denn da los? Hier ist auch eine Falle. Voll mies. Ich dachte, ich kann irgendwie hüpfen in dem Spiel, aber anscheinend nicht. Wie soll ich denn da hinkommen? Er rollt immer nur. Konnte ich nicht irgendwie hüpfen? Gut, das war verschwendet. Also mit denen da unten, weiß ich nicht, muss ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Wenn es nicht sein muss. Da würde ich mich einfach dran vorbeistehlen an den beiden. So nämlich. Wait. Hier ist ein Boss. Gut. Nein, die Hasenboys. Ich habe euch doch schon mal erwischt, gekillt. Das war ein ganz schöner Akt, gegen 4 Leute kämpfen. Ich kann mich nicht mehr so richtig daran erinnern, was es zu tun gab. Accept your fate. Death has come for you. Big Brother always looks out for me. I'm gonna smash you to pieces! Alter Schwede! Okay. Nee.
Lass mal bleiben. Wow. Okay. Okay, okay, okay. Sobald nur noch einer steht, kommt der Dicke aus seinem Käfig. Gut. Ah, das ist... Sowas mache ich nicht so gern. Vier gleichzeitig bekämpfen, beziehungsweise dreieinhalb. Das ist voll mies. Einfach eine Schweinerei. So, jetzt ist die Frage, hole ich mir einfach, weil es voll mies ist, einen Kumpel dazu, weil ihr seid auch zu dritt. So, wie machen wir das? So nicht. Am besten wäre es, wenn ich die drei runterprügel ein bisschen. Wenn ich die drei ein bisschen runterprügel, dass ich den... Also einen kann ich killen und dann die beiden letzten ein bisschen runterprügeln. Wow. Even if we just face to buy time, you're going. Ah, nee, 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 nee. Should I break his neck? Who is on first? I'm taking the quest.
Ihr seid voll Assi. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Okay. Mist. Shit. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Das ist eine richtig, richtig dumme... Oh, ich hasse sowas. Das ist so unnötig, dass man einen Gegner... schwer macht, indem man ihm einfach 4 davon hinstellt. Nee, ne? Ich bin echt schwer am Überlegen, ob ich mir einen Kumpel hole. Sehr schwer am Überlegen, weil es ist einfach voll dumm. I'll kill you, just like Big Brother wanted. Nee, das wollte ich nicht. Arschgeige! This guy break apart.
So, jetzt zu dir. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Nee, 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 nee. Scheiße, ich häng irgendwo fest. Ah, ich hasse das. Ich hasse das. Nee, mit dir will ich jetzt nichts zu tun haben gerade. Ich will deinen Kumpel. Ja, genau dich. Es ist so ein Blödsinn, ne? Es ist so eine Scheiße, ey. Kacke. Warum? Warum? Das ärgert mich gerade so hart, dass ich jetzt direkt am Anfang dieser Lies of P-Aufnahme mit so einem Scheißdreck konfrontiert werde, ey. Mist. This is for my brother. I'm gonna rip your heart out. Kacke, ey. Oh Mann, ich weiß gar nicht. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Ich bin sprachlos. Fuck. Ich hole mir jetzt so einen Kumpel dazu, ey. Das ist mir echt zu dumm. Das ist mir zu dumm. Bringen wir es schnell hinter uns. Even if we just face to buy time, you're coming down. Save our brother.
No. Ah, fuck off, ey. Aber das ist wirklich nur fair, dass ich mir hier diesen Boy hole. Das ist absolut okay. Bei so einem Boss, ey, das... Das wird jetzt mit Hilfe gemacht. Sehe ich gar nicht ein. Sehe ich nicht ein, mich hier ohne durchzuprügeln. Vor allem triggert mich das gerade echt so hart, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alles andere wäre cool gewesen, aber das... Leute. So, den erstmal nicht mehr. So, jetzt den Kleinen. So, den haben wir. What? Wo? Was? Oh Gott. So, den haben wir auch. Nee, was? Muss ich hinter ihm sein, oder wie? What the fuck? Warum keine Ausdauer? Ausdauer hat einfach nicht regeneriert gerade. So, gut, passt. Julius, hi, grüß dich. Weg mit denen. Haben sie nur verdient.
Haben sie nur verdient, die Schweinebacken. Julius, alles klar bei dir? Wie geht's? So, was will ich denn haben? Erhöht die maximale Anzahl der spezieller Schleifsteinnutzungen? Nee. Erhöht die maximale Anzahl an geladenen Fabelslots? Nö. Amulette? Nö. Nö. Wiederherstellungseffekt von Pulszellen? Ja. Nö. Weiteres Ausweichen während der Ausweichbewegung. Das finde ich gut. Wie läuft Pi? Ja, gerade eben habe ich mich ein bisschen geärgert über die schwarzen Karnickel, aber habe sie dann einfach mit Hilfe gekillt, weil das war mir jetzt echt zu doof. Weil was soll der Mist? Die setzen mich vor 3,5 bzw. 4 Gegner. Alleine so. Nee, vergiss es, ey. Das tue ich mir doch nicht an. Ganz ehrlich. I can hardly believe it. But the Ergo Phyllis, hi, grüß dich. No doubt. No doubt at all, you see? Okay, Venini, breathe. Despite your best efforts, they can't read your mind yet. My friend. My apologies. But when you hear the puppets were being compelled by the Grand Covenant. But this is beyond anything I'd imagined. They were not built. I did the best I could to decipher the wavelengths, but there was considerable noise in the signal. Care to give it a listen? Yeah? Carlo, I hope you can hear me. The laws of the Grand Covenant bind us. We're his puppets. First law, all puppets must obey the Creator's commands. Law zero, the Creator's name is Geppetto. Giuseppe Geppetto. Okay. Did you hear that? The last part sounded important, but there was too much static. Ah, tell me you heard it, please. We need to find the cause of the frenzy, and this may be our best chance. What or who was behind the frenzy? Okay. Geppetto. Law Zero, the Creator's name is Geppetto. One can't make these things up. It must be true. That was the cause of the frenzy. But why would Geppetto, of all people, do this? I suppose we'll never find out if we don't save him. I have to admit, it's Geppetto good to selbst. Ay. Beginning to despair. Now that we know the cause, we can find a solution. And it's all thanks to you, my friend. Huh. Wild. Sehr wild. Hätte ich jetzt lügen sollen? Ich weiß es nicht. Was hat der noch was zu sagen? Meine Güte, ey, dann schwätz doch mal fertig. Warum muss ich denn 5-mal mit dir reden? You may not be aware, I am an orphan. In fact, my parents were mad. Eine verrückte, wütende Puppe hat sie getötet. Eine Puppe,
die von erwachtem Ergo eines mörderischen Verrückten gesteuert wurde. Alecchino. Alecchino. Ah, okay. Never forget his insane laugh. I have been fitting puppets with the Grand Covenant to ensure no one else ever has to experience the same tragedy. I was this close to. You can take the wavelength decoder. It's proof of your brilliant actions. See what else you can read with it. You might even discover more secrets within the Puppet King's message. Ja, vielleicht. You can play it back as much as you like. Just use the Stargazer. Nachricht des Puppenkönigs. Okay. Fehler ist alles klar bei dir. Ich hoffe, du kannst mich hören. Ich bin Romeo. Wir wuchsen zusammen im Monat Wohlfahrtshaus auf. Weißt du noch? Wir sind beste Freunde. Ich tue alles um dich. Wir sind beste Freunde. Carlos, bester Freund. Okay. Das Ergo flüstert. Aha. Keine Ahnung. Nicht Stufenaufstieg. Teleportieren, weiter geht's. Carlo. Ja, sollte ich den Namen kennen? Es ist lange her, vielleicht habe ich Teile der Story vergessen. Okay, I give up. Just don't kill me. Du Ratte. Oh. Amazing. I didn't expect you to thrash. Carlos kann auch sein. You're here looking for Geppetto, aren't you? The fox and the cat have got that old man. They took the submarine from that dock over there. They probably went to the alchemist isle. There should be another one. You should commandeer it. If anyone asks, I didn't see anything. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see it. I'm just a guest here, with no special obligation to the hotel. But if you still want to hear... The alchemist said they would help me escape from the city. Talk about an offer I couldn't refuse. I can't live in the hotel forever. I need to move up and move on. That's all. There should be something left at the dock. If anyone asks, I didn't see anything. Wait, what? Right. I had a feeling you would ask sooner or later. Wegen des Mädchens, oder? Ich bin nicht Alidoro der Hund, jedenfalls nicht der echte. Ich war früher Alidoros Partner. Ehrlich gesagt habe ich ihn bewundert. Er war erstaunlich, erstaunlich in allem, was er... Wenn es um Profit ging. Er hätte mich immer verkauft, ich würde ihn nicht Geld anzudrehen müssen. We argued. One thing led to another. War schließlich Papagei, passend, oder? Okay. He was also from the country of the morning. Maybe he shares some blood with the girl. And that's my story. Tragic tale. Willst du mehr hören? There should be something left at the dock. Was hast du zu verkaufen? I, Alidoro, I'm too great. See for yourself. I sell. Besten Schätze. Ach so, ja, ich kann ja bei dir diese Dinger umtauschen, ne? Aber ich habe, glaube ich, gar nichts mehr. Das habe ich alles schon verwendet. Ja. There should be something left. Oh, what a murderous air you have. Willst du mich töten? Ich weiß, was du bist. Du bist Geppettos Puppe, nicht wahr? Wenn dich jemand nicht töten will, kannst du ihn auch nicht verletzen. That limitation makes it seem like your creator didn't trust you very much. Smart of him. Weise Entscheidung. What will it be, Mr. Handsome Idiot? Leave quietly or shut up and buy something? Angreifen. You're
Die Schweinebacke, der hat's verdient. Was habe ich von dem bekommen? Lippo, grüß dich. Hi. Weiß ich nicht. Irgendein Alidoros, seltsames irgendwas. So, wo ist hier ein U-Boot? It was a total attack. The Black Rabbit Brotherhood, the Fox, the Cat, and Alidoro too. Eben. I don't even want to guess what they might be planning, pal. This way must lead to their headquarters, shall we? Ja, los geht's. Auf zu deren Hauptquartier. Die werden jetzt alle weggesnackt. Hey, look. That lever resembles. Yes, it seems we can use it to call a submarine. Flippo, habe ich Hallo gesagt? Hallo Flippo. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe Hallo gesagt. Ich war mir gerade nur nicht sicher. Gut, 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 gut. Das ist immer, wenn hier so viel los ist und ich gerade in irgendwas drin bin und dann im Chat lese und manchmal passieren da Dinge automatisch und dann erinnere ich mich nicht mehr dran. Dann frage ich lieber nochmal nach. So, Pinocchio. Der gute Pinocchio kann also auch ein U-Boot steuern. Gut. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. What the? Hey, it's Sophia. Mann. Ey, du hättest mich doch auch einfach mitnehmen können, oder? You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. Ach so. My real self is on the upper part of the abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Okay. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer, if you find my body, Frieden zu finden, hier endet mein Rat. Ergo lässt Bilder von Erinnerungen im Meer toben. Bitte pass auf dich auf. Okay. Ich kann nicht ewig durchhalten, aber ich helfe dir. Ja, gut, das haben wir schon hinter uns. Simon, die Bedeutung des Werkzeugs. Was? Anführer der Alchemisten. Simon war die rechte Hand meines Vaters. Der Ehrgeiz überwältigte ihn noch und verbreitete die Steinerungskrankheit, die unzählige Leben kostet. Warum er das getan hat, ich weiß es nicht. Aber es beschert uns eine finstere Welt, das ist sicher. Halte ihn auf, mit allen Mitteln. Werkzeug? Versteinerungskrankheit. Und das Gedächtnis im Körper des Opfers ein, okay? Ergo ist die purified Essence of that life. Gefangen in der Versteinerungskrankheit. Mit Ergo Zeit manipulieren, okay? Ich habe zum Schutz deine Zeit zurückgespult, damit du dich gegen ihn wehren kannst, okay? Und rette gerade. Gut. Ich gebe mir Mühe. Jetzt wird hier Story abgefeuert, oder? Kann das sein? I don't wanna go home. I don't wanna be here. Tony sleeps
10 slaves? 20? Soon enough. You know he's quite busy. While you wait, why don't you meet a new friend? His name is Romeo. Ah, das ist Carlo. Hi. Are you training to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. Lampwick. Doch kein Romeo. Ich bin immer noch nicht so ganz im Klaren darüber, was hier los ist. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Ergo Kristall. Okay. Ja, hier kriegt man noch mal ein bisschen Zeug, dass man seine Sachen leveln kann, denke ich. Falls man doch ein Ticken zu schwach ist, gibt's hier noch mal Power. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Gemini, get over there. I'm off. Gemini, kümmere dich darum. Ich bin... Okay. Ist kein wirklicher Spoiler. Wer der Junge ist, ist das... Bin ich das quasi, denke ich. Ist meine Idee. Also Pinocchio quasi. Und irgendwie bin ich gestorben und Geppetto hat mein versteinertes Gedächtnis und meinen Willen in diese Puppe gesetzt. Irgendwie so in der Richtung, vermute ich es. Weil ich so lange nicht gespielt habe, wäre es natürlich ganz nett, aber jetzt lass mich erstmal hier diese ganzen Dinger anschauen, vielleicht... Klärt sich's ja noch auf. No. I'm sorry. I was too late. I wish I got here sooner. If I had known this would happen. Du spürst eine Wärme. Aha. So, ich glaube, ich knall mir jetzt mal diese, ein bisschen diese Dinger hier rein, weil... Ich muss das ja auch mal benutzen irgendwann. Und mal leveln damit. Was bringt's mir, den Blödsinn jetzt mit mir rumzuschleppen? Bringt das noch was? Also hier kriege ich noch 10 Leben. Dann 9. Ja, ich denke, Schaden mache ich, glaube ich, genug. Das passt. So. Eingang zur Arche Abtei. Alrighty. Oh, was ist denn das jetzt hier? Leute, nee.
Nicht so geil. What the fuck? Okay. Ich will hier nicht gegen euch kämpfen, gegen keinen von euch. Das ist einfach mega nervig. Ja, genau. One hit. One hit kill. Wow. So ein Mist, ey. Was mache ich jetzt? Rechts außen rumlaufen. Ich darf hier nicht looten, ne? Ey! Oh. Schweinerei. Sich dreimal hier den Sturm auf die Bastille machen, ey. Nee, Quatsch, ist nicht Bastille, sondern, das ist D-Day. Ganz klar, D-Day. Ich komme mit einem Boot an, muss dann den Strand entlang, dann irgendwelche Klippen hoch. Ja, genau. Bleib an der Kante hängen. Ja, perfekt. Genau. Bleib am winzigsten Steinchen hängen, das du finden kannst. Könnt ihr da hinter mir bitte einfach weglaufen? Das ist jetzt unnütz. Was soll denn der Blödsinn jetzt? Muss ich hier lang? Nö, ich glaube nicht. Ich drehe um. Kann ich auch auf der anderen Seite lang? Nee, ich glaube, ich muss doch da lang, wa? Da hinten geht's noch irgendwo hoch. Tilo, grüß dich. Hey. Wer seid ihr denn? Ey, wo hänge ich denn jetzt fest? Alter, Spiel, ey, ohne Scheiß, was... Ey, das will mich aber auf den letzten Metern echt noch ärgern, ne? Tilo, Dankeschön für bereits 42 Monate. Verdammte Axt. Wow.
glaube, diese Geschütze bleiben kaputt. Und ich habe das Gefühl, das ist der Boss-Run von da unten. Deswegen mache ich die Geschütze gerade alle kaputt. Ich könnte mich natürlich täuschen. Und das ist gerade absolut unnütz, was ich hier tue. Aber ich probiere es halt aus. Ich glaube, die bleiben kaputt. Die respawnen nicht. So. Und wenn das hier nämlich der Boss-Run ist, dann brauche ich nicht diese Geschütze, die ganze Zeit auf mich ballern, wenn ich hier den Strand hochlaufe. Wenn ich auf die Normandie stürme. So. Dickerchen. Hatten wir beide schon mal das Vergnügen? Ich glaube nicht. Schock finde ich jetzt gar nicht so geil, ehrlich gesagt. Achso, das ist nur so kurz. Alter Schwede. Ich glaube, der killt mich jetzt, wenn der mich trifft, ne? Das ist ganz schöner Mist. Ich brauche einen Status-Effekt. Wow! Okay, ich durfte nicht ausweichen. Nee, ach, das war dumm von mir. Dass das Dickerchen euer Treffen gar nicht mal so leiden wird. Ja, genau das. Genau das ist passiert. Das Dickerchen hatte nicht so Bock auf unser Treffen. Schock. Unter Schock verringert sich die Ausdauer deines Charakters sofort. Um Statusleiden zu beseitigen, kannst du eine Reinigungsampulle verwenden. Genau das meinte ich, eine Reinigungsampulle. So, ja, wie ich vermutet habe, die Geschütze sind weg. Sehr gut. So, die Frage ist, respawnst du auch? Oder eher nicht? Oh, wow, wo kommt er denn her? Kommt da noch so ein Drecksack von der Seite an? Ja, komm du mal her jetzt. Holy shit! Ey, das ist doch scheiße jetzt. Können wir vielleicht drüber reden? Du siehst zwar nicht so aus, als hättest du da Lust drauf, aber können wir vielleicht drüber reden? So, das ist nur ein Test hier gerade, ob der Boy respawnt, wenn ich jetzt an den Stargazer gehe.
Weil wenn der nicht respawnt, dann war das jetzt gut. Wenn er respawnt, ist es gerade egal. Dann kann ich ihn auch leben lassen und einfach vorbeilaufen. So. Er ist nicht respawnt. Ja, nice. Perfekt. Guck mal, dann passt das ja. Jetzt kann ich hier einfach durchlaufen. Nice. Ah, easy. Der Weg ist zwar etwas lang für meinen Geschmack, weil jetzt ja hier nichts mehr auf mich wartet. Das ist jetzt einfach nur jedes Mal wieder hier reinlaufen. Aber diesmal ganz ungestört. Ganz ungestört. Außer von den beiden. Jetzt ist die Frage, ob ich die killen muss oder ob die umdrehen. Ah, die drehen um, okay. So, hier oben ist eine Boss-Tür. Manchmal sind keine Boss-Türen bei Bossen. So, nochmal zu dir, Riesenkumpel. Herr Türwächter. Aua. Rara Fei. Okay, das ist ein Tritt. Wusste ich natürlich. Dämliche Arschgeige. What the fucking hell? Ey. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, was ich hier gegen den machen soll. Hallo, ich drück doch ausweichen. Was soll denn das? Okay. Ja, ich bin tot. Okay, weil er auf mich draufgefallen ist. Scheiße. Ich weiß, dass... Wie, nicht ausweichen? Doch. Julius, wir sind hier nicht bei... Wir sind nicht bei Sekiro. In Lies of P musst du roten Angriffen ausweichen. Ja, komplett draußen sein. Genau, das meine ich ja mit ausweichen. Nicht... Ach so, jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ja. Genau. Passt. Wir meinen das Gleiche. Ich weiß schon. Aber ich drück ausweichen und er weicht halt nicht den Schritt zur Seite aus, seltsamerweise. Das ist das, was ich meinte. Nicht, dass die iframes nicht zählen, sondern... Dass ich aus irgendeinem Grund nicht rausgekommen bin aus seinem Angriff. Obwohl ich gedrückt habe. Okay. Das sind zwei. Bisschen später. Zu spät gedrückt.
zu früh gedrückt. Die Scheißkugel. Ich kann 90 Grad zu ihm stehen und trotzdem erwischt mich die Rollerei von ihm. Ah, ärgerlicher Bastard. Und dann beim Umfallen muss ich aufpassen, dass ich nicht unter ihm stehe, weil sonst fällt er auf mich drauf und macht auch einen Haufen Schaden. Oh, der Weg ist so unnötig weit an dieser Stelle. Was sind Iframes? Ja, die gibt's. Die gibt's in Dark Souls 2 nicht. Und ich in Sekiro auch nicht. Glaube ich, oder? Gibt's in Sekiro Iframes? Ich glaube nicht. Ganz wenige. Ja, ich hatte auch schon das Gefühl, dass in Sekiro mal doch so irgendwie ein Iframe da war. Gedrückt. Alter, und dann killt der mich komplett, ey. Dreiviertel lebt, ne? Sekiro wird nur deflected und Mikiri counter. Da kommen schon wieder die seltsamsten Infos, weil keiner weiß, wie es wirklich funktioniert. Aber es ja ein super geiles Spiel ist. Entschuldigung. Ja. Das war nice. Das war seltsam. Alter, das Timing bei dem ist auch Arsch, ne? Das Timing bei dem Boy hier ist auch echt Arsch. 10 von 10 Game. Ja. Ich sag da nichts zu. Ich halte meine Klappe da dazu. Darf ich nicht mehr. Ich darf nicht mehr. Ich muss den Spaß im Spiel haben. Ich darf nicht mehr mich über das Spiel beschweren. Wurde mir verboten.
Über Sekiro, ja. Wurde mir verboten und ich habe es mir selber verboten. Nach 13 Stunden aufgehört zu spielen. Absolut nachvollziehbar. Sekiro ist kein Souls-Game. Nur um das mal festzuhalten. Nee, ist nicht so. Das ist kein Souls-Game. Ist halt von From Software, aber das war's dann auch wieder. Mit der Ähnlichkeit. Mist. Reicht doch. Der hier ist echt eine miese Sau. Eine verdammt miese Sau. Scheiße. Ich dachte, ich hätte Zeit. Mist. Ja, ich glaube, man soll bei diesem Boss keinen Schaden machen. Ich muss ihn nur in die Knie einmal zwingen. Ich glaube, dann kommt der dicke Schaden. Das habe ich bisher nicht geschafft. Perfekte Konter und sein Bein angreifen, dann fällt er irgendwann um und dann kann ich einen kritischen Angriff machen. Und dann müsste er Schaden kriegen. Das will ich eigentlich die ganze Zeit schon testen, aber klappt nicht so ganz. Wen meinst du eigentlich, welche Souls Games hast du schon durch? Den Hoppelhasen oder mich? Beide, wenn du so fragst. Naja, ich habe Dark Souls 1, 2, 3, jetzt alles seit Dezember, ne? Dann hier Lies of P, kurz vorm Ende, Elden Ring. Genau. Diese. Alles nachzuschauen auf meinem YouTube-Kanal. Demon's Souls kommt noch. Kommt noch. Und Bloodborne will ich auf jeden Fall auch noch streamen und durchspielen. Scheiß Bastard, ey. Das gibt's doch nicht. Ich will ja alle From Software Bosse seit Demon's Souls killen. Die 30 Frames, ja, das wird noch ein bisschen, das wird noch wild. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, Dark Souls 1 und 3 habe ich durch. Hier, Dingens habe ich auch schon angefangen. Armored Core.
Sekiro zweimal durchspielen. Ja, wenn es das bedeutet. Kann sein. Aber wie bei allen Bossen ist es das Spiel ja dann auch irgendwann einfacher, wenn man weiß, was einen erwartet. Und man nicht erst 10 Stunden üben muss, macht das ja auch ein bisschen mehr Spaß. Jetzt hast du die lange Route genommen. Okay, na dann schau mal an. Das ist doch in Ordnung. Ja, ich glaube, das wird heute nicht. Ich dachte, ich komme heute vielleicht durch, aber ich habe das Gefühl, ich muss nochmal nächste Woche ran. 1,5 Stunden. Weil wir sind jetzt dann am Ende der Aufnahme angekommen. Ganz schön mieser Brocken, der Dicke. Ich werde jetzt noch einmal... Ich habe noch eine Idee. Wollen die was von mir hier gerade? Nee, dann wechsle ich das mal schnell. Oh, ich probiere einfach, damit ich es weiß. Das ist zwar jetzt wahrscheinlich verschwendet, die schwere Kugel. Aber ich komme ja nicht hin. Es klappt ja nicht. Ich benutze jetzt mal alle Gadgets, die ich so hab. Vielleicht geht's einen Ticken schneller. Mal gucken. Ja, genau, Alter. Bei dem regeneriere ich auch wahnsinnig langsam die Ausdauer. Was ist denn das? Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Keine Ahnung, ich werde es das nächste Mal nochmal probieren, den kritischen Angriff machen zu können. Ich vermute wirklich, dass sobald er einmal umfällt und ich ihm in den Kopf hacken kann, dass es dann erledigt ist. Ansonsten überlege ich mir nochmal ein bisschen was anderes. Aber bis dahin müssen wir uns wieder eine Woche gedulden. Diejenigen, die sich für Lies of P interessieren und das anschauen, müssen sich leider eine Woche gedulden. Genau, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.